Na, dann schauen wir uns mal hier dieses Stromversorgungs- und Oszillator-Zeugs an mit dem entsprechenden Chip. Den haben wir ja eben schon nachgeschaut, der speziell für solche Wireless-Power-Gedönses-Zeugs ist. Und ja, den können wir auch direkt hier im Prinzip schon mal drauflöten. Sinnvollerweise natürlich richtig rum. Und ja, was haben wir sonst noch hier? Ein paar Widerstände, ein paar Kondensatoren. Ja, die kriegen wir wahrscheinlich unter. Ist ja alles auf dem Board beschriftet, hoffe ich. Und jo, gut. Fangen wir mal an hier. Okay. So, was haben wir noch? 6,2K, 470 μ, das ist der, ja, der hier. Ja, gucken wir erstmal nach den 6,2 Kilo um. Na super, die sind nicht beschriftet. Dann müssen wir also das Kleingedruckte gucken. Das ist 102. Also ein K oder was ist das? Müsste. Und das ist 104. Ja, so viel zum Thema 6,2 Kilo Ohm. 104 sind 100K, ja. 100K, 100K sind zwei Stück hier. Na gut, tun wir die schon mal drauf. Ach, Moment, hier sind noch welche. Ah, 6,2, oder? Sehe ich eine 6? Ja, 6,2,2, das hört sich auch besser an. Okay, Frage geklärt. Die sind also auch da. Muss man nur mal die Augen aufmachen. Dann scheint das so, wenn ich richtig sehe, hier ist ein 1K. Dann haben wir von jedem Widerstand einen mehr, als wir brauchen. Das heißt, von denen, wo wir einen brauchen, haben wir zwei. Von hier, den, wo wir zwei brauchen, haben wir drei Widerstände. Das heißt, einen können da irgendwie mal durch die Gegend schnipsen. Das wäre dann nicht ganz so tragisch. Ich meine, es muss natürlich nicht vorkommen. Je weniger ihr verliert, desto besser. Aber ja, ihr habt einen frei, wobei hier die Größe noch einigermaßen zu löten ist. Also ich kann zwar jetzt nicht wirklich erkennen, so aus dem Auge, wovon wir da reden. Aber ja, ist relativ einfach zu löten. Und ich mache mal gerade hier meine Absaugung an. Wird zwar dann laut, aber ja, sonst ist mir das hier ein bisschen zu viel Dampf. So, fehlen noch ein paar Kondensatoren hier. 104, 39 Nanofarad und 1 Mikrofarad. Was haben wir denn hier? 104, 39, 1 NF. Jo, okay. Ist genau also dieselbe Beschriftung wie auf dem Board. Da ist definitiv nichts falsch zu machen. Hoffe ich zumindest. Wie immer hier bei den Kerkos und auch den Widerständen, die wir ja schon gemacht haben. Es gibt keine Polung, das heißt, ihr könnt sie auflöten, wie es euch am besten passt. So, das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist der Elko, der Schalter, der aber irgendwie nicht hier drauf ist, der Dings, der nicht hier drauf ist, also die beiden, keine Ahnung, die ganzen Steckerchen und ich habe hier noch eine LED rumliegen. Ja, die LED, würde ich sagen, müsste hier hin, theoretisch. Wo ist mein Anleitungsblatt hin? So, okay, da war ja was. Also zum einen sehen wir dieses Diodenteil, das ist eigentlich gar keine Diode, sondern 5V1 steht hier auf dem Board noch. Also offensichtlich ein Spannungsregler, der hier einfach kurz geschlossen wird. Beziehungsweise, ich glaube, eine Z-Diode wäre es gewesen, der, klar. Und ja, Schalter, der DC-Eingang und die LED, die kommen an Drähtchen am Ende dran. Das heißt, die brauchen wir dann erst, wenn wir die festlöten. Dafür ist dann auch wohl der ganze Schrumpfschlauch. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das mal. Tun wir erstmal das hier kurz schließen. Das sollte wohl halbwegs gehen. Und nichts verkommen lassen und so. Ich habe hier noch so einen Rest von meiner Endlötlitze. Schön vollgesaugt, hey, ist Lötzinn, ist Kupfer, reicht für einen Kurzschluss aus. Da muss ich nicht nur irgendwie in Drahtstücken jetzt hier zurechtschneiden. Ich habe gerade keinen bisschen Schneider zur Hand für die anderen. Ja, das hier geht doch wunderbar. Okay, Kurzschluss ist da. Hier bei denen gibt es eine Polung. Ja, da gibt es eine Polung. Dann sollten wir nochmal auf den schlauen Zettel gucken.
Die geht immer nach innen mit der Einbuchtung. Okay. Also, wir haben hier diesen die Seite, wo wir so eine Einbuchtung haben. Die geht immer in Richtung Mitte des Worts. Also, das hier beispielsweise rechts, der nach rechts. Das ist natürlich jetzt Mist, dass wir uns quasi selber die entsprechende Beschriftung hier durch die Stecker ein bisschen zumachen. Es wäre schöner gewesen, wenn man die dann noch lesen könnte. Ich meine, gut, wir haben ja unser Referenzblättchen, aber naja. So ist das halt bei hier so kleinen Boards. Da muss man dann schon mal die Beschriftung opfern. So. Und schon können wir auch das hier uns zurechtlöten. Dann haben wir auch bis auf den Kondensator alles dran. Den mache ich als letztes. Zum einen, Kondensatoren mögen halt keine Hitze. Zum anderen, das ist das größte Bauteil. Und das ist ein Kurzschluss, den wollen wir nicht. Yay! Sehr wenig Lötpads und gleich zwei Kurzschlüsse gemacht. Ich muss sagen, heute habe ich Skill drauf. So, der ist weg. Beim Elko natürlich Plus und Minus beachten. Ist ein Minus auf dem Board aufgedruckt. Der Minus geht dann in dem Fall in Richtung des Befestigungslochs und ja, ein bisschen rausstehen lassen. Dann kann man den hier so umknicken. Ja, ist er nicht ganz so hoch. Ich schätze mal, am Ende kommt das irgendwo an eine eher flache Stelle. Das ist besser, wenn wir nicht zu hoch arbeiten. Ja, festlöten, Kabel ab. Und auch der ist an der Stelle, wo er hingehört. So, okay. Würde ich mal sagen, das Board hier ist fertig. Wieso ist denn da noch eine Diode? D2, D3. Hilfe? Ja, okay, wenn ich richtig sehe, sind da Vias. Das heißt, das hier dürfte dieselbe Verbindung sein wie das oben drüber. Also dürften wir das mit dem Kurzschluss hier erledigt haben. Gut, betrachten wir das hier mal als fertig. So, dann schauen wir uns mal die Hauptplatine an, was wir denn da haben. Und ja, die Beschreibung ist dann nicht sonderlich hilfreich. Die sagt lediglich, was wohin gehört, aber keine Beschreibung in welcher Reihenfolge. Also ja, hol mal Common Sense. Also verlassen uns auf den gesunden Menschenverstand und fangen mit den kleinsten Sachen und flachsten Sachen vor allen Dingen an. Wir haben eine sehr große Tüte, in der eine Schraube locker ist. Okay, die tun wir mal auf Seite. Die großen Bauteile auch mal. Die brauchen wir alle erst später. Batterie. Und dann fangen wir mit den ganzen SMD-Bauteilen einfach mal an. Und hier in dem Fall würde ich sagen, fangen wir hier mit den, was sind das? Ja, die 100 Nanofarad Kondensatoren an, mit den Widerständen und diesen ganzen Kleinkram. Denn der braucht am wenigsten Platz. Wobei, Nee, wenn ich mir das jetzt so angucke, die sind sehr nah dran, dann machen wir besser den IC erst. Okay, IC ist dann. Danach gucken wir uns die ganzen Spezialpakete an. Wir haben hier noch einen von diesen Kondensatoren, der ein bisschen größer ist. Wir haben ein paar MELF-Pakete mit Dioden oder ich schätze mal eher Z-Dioden. Die dürften hier am meisten Sinn machen. Hier ist noch eins. Was ist das? Ja, das kommt dann auch noch gleich. Das dürften dann reguläre Dioden sein. Gleichrichter und so bauen. Ja. Das sieht schon so aus. Und ja, als letztes kommen dann die ganzen ICs, die wir hinten noch haben. Aber ja, wie gesagt, die machen wir mal eher als letztes, würde ich sagen. Die vier ICs hier hinten sind alles dieselben. Das sind die, die hier drin sind und hoffentlich nicht beschädigt sind. Ja, so eine kleine Delle in Plastik, aber ja, Chip sieht okay aus. Wir müssen natürlich auf die Polung aufpassen, dass wir das Ding richtig rum drauf bauen. Deswegen gucken wir mal. Ja, okay, hier ist ein Punkt drauf. Damit wird das Ganze markiert. Der Punkt kommt in die Richtung, wo auf dem Board hier dieser Halbkreis eingezeichnet ist. Dann sollte das soweit klar sein. Ich gehe mal wieder hin und das ist ein relativ kleiner Pitch, sehe ich gerade, also ein relativ kleiner Pin-Abstand. Na, trotzdem probieren wir es einfach mal. Vielleicht mehr Glück. Aber ich sehe gerade, das Lötzchen geht nicht so gut. Da gibt es dann ein Zauberwort. Das fängt mit Fluss an und hört mit Mittel auf. Davon kann man nie genug haben. Leider nicht unbedingt günstig, aber ein bisschen drüber. Dann lässt sich das meistens besser löten. Und dann können wir den Chip mal probieren. Wichtig, wenn ihr mit der Pinzette arbeitet, nicht zu stark zugreifen, weil die Beinchen hier sind sehr dünn. Die kann man auch mit der Pinzette relativ flott verbiegen. Das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Wir sollten natürlich auch hier oben noch eins machen. Ich merke gerade, dass die Pads hier irgendwie nur sehr schwer Lötzinn annehmen.
Hm. Na, hoffen wir mal, das geht so. Dann probieren wir den mal hier fest zu bekommen. Dieser fest. Fehlen nur noch jede Menge andere Pins. Juhu! Okay, alle ECs sitzen von den großen. Ihr habt gesehen, am Ende musste ich gerade mal ein paar Mal die Entlötlitze benutzen. Das ging irgendwie nicht so sauber. Naja, okay. Passiert, aber alles sitzt, alles sieht gut aus und ja, hier unten haben wir halt noch den kleinen. Der hat aber auch, wenn ich richtig sehe, einen höheren Pin-Abstand. Sollte also ein bisschen einfacher zu löten sein. Und ja, danach geht es dann wie gesagt ans sogenannte Hühnerfutter, also die ganzen Kondensatoren, Widerstände, was wir sonst noch so haben. Auch da dann von klein nach groß. Ich hatte halt hier mit den ICs angefangen, weil, naja, hier die kleinen Pins vom ICs lassen sich schlechter löten als der Widerstand, der direkt daneben ist. Der ist halt dummerweise direkt da dran gepappt und ist dann schwer mit dem Lötkolben da dazwischen zu navigieren. Auch hier im Übrigen bei dem kleinen Chip hier, das ist die DS1302, also die Uhr, die interne, die Echtzeituhr, die dafür sorgt, dass die Uhrzeit auch bestehen bleibt, wenn man den Stecker zieht und vor allen Dingen auch genau bleibt. Der auch wieder ausrichten, dass dieser Punkt auf dem Gehäuse übereinstimmt mit dem Halbkreis, der auf dem Board aufgedruckt ist, und dann ist da sehr schnell alles gemacht. Also, ich sehe als erstes hier unten jede Menge 10K, also gucken wir mal nach 10 Kiloohm Widerständen. Was haben wir hier? Das ist 103, 103, eine 10 mit 3 Nullen dahinter, 10.000, also 10 Kiloohm. Man kann natürlich rein technisch gesehen die Widerstände auch so einlöten, dass die weiße Seite oben ist. Das ist von der Funktion her identisch, das ist überhaupt kein Problem. Nur wenn man halt die Beschriftung nach oben macht, dann kann man nachher auch sehen, was zum Geier das ist. Ich meine, hier steht es direkt daneben, da steht halt 10K, aber gerade auf Boards, auf denen keine Beschriftung da ist, naja, dann wird es halt schwer. Und ja, selbst hier, ich meine, wenn was nicht funktioniert, hey, hier so kann man mal gerade drüber schauen, habe ich tatsächlich auch überall 10 Kilo Ohm eingelötet oder habe ich irgendwo mich in der Kiste vergriffen oder vom falschen Band geholt oder war im Band sogar vielleicht ein falscher Widerstand mal drin und kann so nachvollziehen, ob die Bauteile überhaupt die richtigen sind. Deswegen drehe ich die dann lieber noch mal kurz um, nimmt nicht ganz so viel Zeit in Anspruch und am Ende hat man ein schönes, sauberes Bild. Theoretisch gucke ich normalerweise auch, dass sie alle in die richtige Richtung zeigen, aber naja, ist gerade irgendwie so Raumtemperatur von gefühlten 70 Grad, ja, deswegen momentan auch wieder Bausatz und ja, mir fehlt ein bisschen die Motivation, um da was Größeres zu basteln. 1, 2, 3, 4. Irgendwelche Pull-Up-Widerstände wahrscheinlich. Pull-Up-Widerstände sind dafür gut, wenn man ein dieser Beinchen am IC hat und die nirgendwo verbunden sind. Ja, was soll der denn dann sein? Soll er 0 sein oder soll er 1 sein? Wir sind ja schließlich digital. Mit dem Widerstand hier, da ziehen wir den dann entweder auf die VCC-Schiene oder GND-Schiene. Haben damit schon mal festgelegt, was er sein sollte. Und dadurch, dass der Wert halt relativ groß ist, ich meine 1,5 Kiloohm, das, ja, ist jetzt nicht viel Strom, der da durchgeht. Dadurch können wir dann trotzdem mit einem Chip oder so einfach in die andere Richtung ziehen und ja, es ist dann überschaubar, der Strom, der da zusätzlich weggeht. Den kann der Chip ohne Probleme dann in die andere Richtung steuern. Aber wir können sicher sein, dass wenn halt keiner steuert, wir trotzdem einen vernünftigen Wert da haben. Okay, auch die haben wir drin und dann haben wir noch jede Menge 104er. Wo zum Geier? Wieso hat der keinen 104er in der Nähe? Das ist aber keine gute Design-Practice. Na gut, ich denke mal, das mache ich dann noch gerade hier, diese ganzen 104er einlöten. Ist jetzt nicht ganz so spannend. Zum einen das und zum zweiten A, ich will Feierabend machen, B, meine Karte ist voll und C, Okay, ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Die ganzen Kondensatoren, Widerstände sitzen. Die Dioden hier oben habe ich auch schon gemacht von der Diodenbrücke. Soweit so gut. Fehlen noch die zwei Spezialbauteile. Wir haben hier einen relativ großen Widerstand. Ich jetzt richtig lese 10 Mikrofarad und das in Kerkoform. Okay, das ist einiges.
Und was wir noch haben, sind die hier. Ich habe hier noch eine 5V1, eine Z-Diode. Dürfte dann wohl die sein. Das heißt, von der haben wir tatsächlich mehrere. Von hier dem haben wir nur einen. Da sollten wir also ein bisschen aufpassen. Ist allerdings auch kein Wunder, weil ich kann mir schon vorstellen, die hier, die dürften doch ein bisschen was kosten. Denn wie gesagt, das ist eine Größe, die findet man nicht so häufig als wirklich Keramikform. Aber am Ende des Tages ist auch das nur ein Bauteil, was aufs Board muss. Und zwar identisch wie alle anderen. Nur man soll es halt nicht durch die Gegend werfen. Ja, bei den Dioden sieht man hier auf dem Bild relativ schön. Da kommt überall dieses geriffelte Muster nach links. Und bei der Z-Diode der blaue Streifen ebenfalls nach links. Dann sollte eigentlich alles an der richtigen Stelle sein. Und ja, ich denke mal, das war's dann mit den SMD-Bauteilen. Das sieht alles soweit fertig aus. Ich würde mal sagen, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so hier in der Tüte drin haben. Und versorgen das dann auch noch. Das heißt, der kommt dann hier bei Y auf die Rückseite. Bei den Quarzen hier gibt es kein Plus und Minus. Das Einzige, wo man aufpassen muss, die Dinger hier haben ein Metallgehäuse. Das darf natürlich nirgendwo drankommen, wo Metall ist, sonst hätten wir einen Kurzschluss. Als nächstes haben wir dann hier diese Infrarotdiode und ja, man ist natürlich jetzt versucht, die wie eine Leuchtdiode einzubauen. Das heißt also der kürzere ins Minus. Ich habe das auch direkt mal gemacht, aber wenn man die Anleitung mal lesen würde, dann würde man sehen, die gehört andersrum rein. Also aufpassen, das lange Bein dahin, wo Minus ist und das kurze dahin, wo Plus ist. Was haben wir noch? Wir haben zwei 470 Mikrofarad, nämlich hier oben und hier unten. Auch bei denen Minuspol, der weiße Streifen mit dem Minus drauf, kommt auch das Schraffierte hier. Und da habe ich auch glatt etwas übersehen. Hier an der Seite ist noch der Pinheader. Damit können wir am Ende das Ding programmieren, eigene Muster drauf erzeugen und solche Sachen. Der gehört dann noch dahin. Und als letztes haben wir dann noch den Infrarotempfänger. Nein, der guckt nach oben. Der wird für die Fernbedienung sein, die hatten wir ja auch noch. Okay, last but not least, die Batterie. Ich glaube, da gucke ich aber vorher mal, dass wir hier definitiv keinen Kurzschluss haben, sonst wäre das ungünstig. Fehlt noch ein großes Bauteil, was hier ans Board ran soll, und das ist die Spule. Die ist zum Glück hier vorgefertigt mit drin. Ich hoffe, die Spulen sind alle gleich lang, sonst wäre das ein bisschen ungünstig. Die sehen von der Windungszahl her gleich aus. Lassen wir das mal so. Das heißt, wir haben im Prinzip den hier, der kommt hier hin. Da haben wir so ein paar Schraublöcher. Okay, ein Schraubloch zu viel, aber so sollte das richtig sein. Ja genau, dann können wir hier die zwei Schrauben am Ende durchmachen. Mal schauen, steht hier dabei welche? Ja, die kleinen schwarzen. Also Punkte übereinander machen und dann die Schraube einmal da rein. Das dürfte halten. Aufpassen, dass das Ding nicht wegrutscht. Dafür ist ja hier dieser weiße Pin, der durchgeht. Und ja, handfest, ich denke das reicht. Das Board klebt momentan noch wie Sau. Ich schätze mal, da müsste ich gleich mal mit ein bisschen Leiterplattenreiniger drüber gehen. Gut, ich habe natürlich auch ordentlich an Flachs drauf geschmiert. Wobei man hier sieht, um den Prozessor, das haben die auch schon gemacht. Also da ist original schon einiges an Zeug drauf. Oh, ich denke mal, das sollte so funktionieren. Gut, der sitzt. Das ist dann die Ecke, wo am Ende der Motor drauf geht. Die Spule, wie wird die denn befestigt? Gibt es da irgendwie eine Info? Schmelzkleber, Heißkleber. Okay, jetzt weiß ich auch, was das ist. Das ist tatsächlich Heißkleber oder sowas, was die mitgeliefert haben. Ich meine, wir können es ja einfach mal warm machen, aber von der Konsistenz her könnte das durchaus Heißkleber sein. Haben wir hier irgendwo was zum Warmmachen? Also probieren wir das mal und ja, der wird flüssig. Man könnte meinen, das wäre Heißkleber. Na gut, machen wir mal hier ein schönes Türmchen und ich bereite schon mal die Spule vor. Ja, Spule selber muss dann hier hin und dann müssen wir nochmal hier unseren Quarz in die andere Richtung biegen, sonst hängt er deinen Füßen. Das Ganze möglichst so, dass das keinen Offset hat, also dass überall die Abstände gleich sind, weil sonst kriegen wir eine Unwucht rein. Wichtig hier bei den Spulen müssen wir natürlich aufpassen, wenn wir das Ding löten, da müssen wir hier erst irgendwie diesen Lack, der außen drauf ist. Hier vorne ist er zwar ab, aber
ja, jetzt mehrmals hier drum wickeln ist auch nicht so toll. Also, ja, ich suche mal was zum Lackkratzen. Okay, alles gelötet und verklebt und ja, wunderbarer Kapillareffekt hier. Den Lötzinn, den ich versucht habe, auf der Seite hier hinten mit der Spule rein zu prügeln, ist einfach auf der Rückseite wieder rausgekommen, hat da so schöne Bällchen geformt. Naja, sieht nicht so gut aus, aber ja, sollte eigentlich nicht stören, gibt keinen Kurzschluss und ja, Kontakt ist da. Wie auch immer, Heißkleber ist auch fest, sollte alles passen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ich habe hier die Info, dass hier eine Schraube rein soll, und zwar in das untere Loch in Richtung der Pinheader und da von der Rückseite hier so ein ja, goldfarbener Abstandshalter drauf oder sogar zwei. Sind das zwei oder einer? Ich kann es nicht wirklich erkennen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gegengewicht ist, denn ja, hier auf die Seite kommt ja noch der Halbkreis mit den LEDs. Den müssen wir natürlich noch festschrauben, aber ja, ich versuche erstmal hier alles zu machen, was irgendwie so aussieht, als ob man das vorher machen könnte, denn das spart mir dann hier rumgebastelt. Aber ich sehe eigentlich nichts mehr, das heißt, wir können mit diesem Halbmond anfangen. Und an dem Rand zu löten, gucken wir einfach mal hier auf die Beschriftung. Hier steht nämlich VCC, und wenn wir das Board rumdrehen, hier auch. Das heißt, der dürfte dann wohl so dazwischen kommen. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass es hier nichts gibt, wo wir die Boards physikalisch zusammenstecken. Das heißt, ich muss das alles irgendwie festhalten oder respektive lassen. Dafür gibt es ja hier diese schönen helfenden Hände. Ich setze das jetzt mal hier irgendwie zusammen, dass das irgendwie hält, und dann gucken wir, ob wir das gelötet bekommen. Und kurze Korrektur noch. Ja, hier hinten, der war falsch. Das ist der falsche. Wir haben hier so einen langen Abstandshalter. Der soll dahin. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, hier oben haben wir ein Pinout. Da steht DS18B20 dran. Das ist normalerweise so ein One-Wire-Temperatursensor. Wenn wir mal auf die Anleitung gucken, der ist nicht wirklich beschrieben. Da soll auch nichts hin. Ja, und dann beginnen wir direkt mal hier mit dem ungemütlichen Teil, nämlich dem hier, dem entsprechenden Halbmond am Ende. Denn da müssen die ganzen LEDs natürlich drauf. Da haben wir dann hier eine ganze Reihe mit dabei. Dürften alles dieselben sein, ist ja ein Streifen. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob wir da rausfinden, wo Minus und Plus ist. Ich sehe jetzt hier schon mal, dass da ein schwarzer Punkt an einer Seite ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass auf der Rückseite auch noch eine Beschriftung ist. Also nehmen wir uns einfach mal eine da raus und schauen uns die Rückseite an. So. Okay. Und ja, da sehe ich schon auf der Rückseite einen grünen Pfeil. Ich gehe mal davon aus, da wo entsprechend der Pfeil hinzeigt, das wird dann Minus sein. Also, das sollte alles soweit klar sein. Hier steht Plus, wenn ich richtig sehe. Also gehe ich mal davon aus, dass die Seite hier jeweils die Anode hin soll und die Kathode dann auf die unbeschriftete Seite. Gut, zum Löten, denke ich, werde ich wieder so vorgehen wie beim letzten. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal auf eine Seite einen Lötpunkt. Versucht das Ganze dann irgendwie auf den Tisch zu legen, den hier dann irgendwie da drauf zu balancieren und dann mit dem Lötpunkt entsprechend das Ganze erstmal festzumachen. Und ja, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Was wir schon gut sehen können, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, die LED ist deutlich dicker als das Board. Also hier hätte man wegen mir gerne ein dickeres Material nehmen können. Aber ich denke mal, mit Lötzinn dürfte sich das überbrücken lassen. Sollte kein so großes Problem sein. Und mit zwei LEDs mal der kurze Test. Von der zweiten sehe ich, hier geht ein Trace von der Minusseite. Der geht hier hin auf das erste Pad. Daneben steht VCC. Also geben wir mal VCC drauf und berühren da dieses vierte Pad ist es. Und jo, LED leuchtet. Wunderbar. Der, so soll das sein. Die andere LED, die ist von der Rückseite bestückt. Das ist natürlich nicht ganz so schön zu halten. Habe ich aber eben auch mal dran gehalten. Also auch die lässt sich zum Leuchten bringen. Was ich noch als so ein bisschen problematisch sehe, das ist der Winkel. Wenn wir hier von der Seite drauf schauen, dann sehen wir, die erste LED, die hat einen ganz anderen Winkel als die zweite. Der ist natürlich schlecht, weil das heißt, wenn sich das dreht, haben wir auch andere Abstrahlwinkel vom Licht. Mal gucken, ob ich die nochmal irgendwie warm bekomme und ein bisschen gerade bekomme. Ich weiß nicht, wie viel es am Ende wirklich ausmacht, aber na, lieber nochmal nachdrücken jetzt, wo wir noch am Basteln sind. Und Leute, die für dieses Mal, ich habe hier eine helfende Hand, da ist dieses Board eingespannt, was man jetzt nicht wirklich sieht. Und ja, mit dem
halte ich dann quasi das Board hier fest gegen eine LED, die lose hier unten liegt, und kann jetzt hier in Ruhe mit beiden Händen löten. Muss mich nicht so ums Board kümmern. Ja, und was das Löten hier von den Ecken angeht, da sieht man im Forum öfter schon mal die Info, ja, das ist ein bisschen kompliziert, ja, kann ich bestätigen. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, doch am vorletzten Kontakt, da kann man es noch sehen. Da ist relativ viel Abstand zwischen den beiden Pads. Ich weiß nicht, ob da die Borddicken irgendwie sich mal geändert haben oder sowas, aber ja, ist viel, was man überbrücken muss. Und ja, normales Lötzinn hat halt Flachs drin, sodass da möglichst eben keine Brücken entstehen. Und ja, dieses Flussmittel stört hier natürlich. Ich habe da aber zum Glück noch hier so eine alte Rolle gefunden, oder was heißt alte Rolle, so eine günstige Rolle. 0,3 mm Durchmesser und vor allen Dingen hier unten 1,2% Flachs. Und bei meinen anderen habe ich, glaube ich, meistens so 2, 3, teilweise sogar mehr Prozent. Und ja, das hier, das neigt dazu, solche Brücken zu bilden. Nutze ich hier aus. Das zweite, was ich gemacht habe, Lötkolben relativ kalt gestellt. Ich bin jetzt bei 250 Grad. Normalerweise löte ich hier mit der Spitze bei irgendwo 300-ish rum. 300, 350. Das hier, das kriegt gerade so den Lötzinn geschmolzen. Ist eigentlich schon ein Ticken zu wenig. Problem ist nämlich jetzt, dass ich hier teilweise solche Lötflakes bekomme. Das sollte nicht passieren. Eine Alternative, die man noch machen könnte, was eventuell helfen könnte, ist solche alten Beinchen von irgendwelchen Komponenten zu holen und die hier noch dazwischen zu löten. Das ist natürlich Aufwand, weil das alles relativ klein ist, aber ja, irgendwie müssen wir es ja hinbekommen. Und so sollte das nicht sein. Wenn wir hier oben nämlich durchgehen, dann haben wir hier schön leuchtende LEDs daneben, aber hier die eine, die sagt gar nichts. Wenn ich aber an den Pluspol gehe, dann sehe ich, da fließt Strom. Also, ja. Und eine frische LED später. Geht das immer noch nicht. Okay, das ist seltsam. Ja, und ich denke, ich habe so eine grobe Idee, was da passiert sein könnte, weswegen die LED nicht geht. Das ist der eine Pin hier. Und ich habe die dumme Befürchtung, dass das Lötzinn hier durch den Ritz durchgesuppt ist und hier hinten eine Verbindung auf die andere Seite gemacht hat, denn da ist genau VCC. Das würde genau den Fehler auslösen. Tja. So, ich habe das Ganze jetzt mit einem Drahtstück so ein bisschen von der Ecke weggeholt und es ist kein Kurzschluss mehr da. Juhu, funktioniert! Ich habe alle LEDs hier oben durchgetestet. Wenn ich richtig gesehen habe, leuchten alle. Ich hoffe es. Und zwischenzeitlich habe ich dann auch die ganzen Sachen mit dem Stecker gelötet. Einmal haben wir die LED, längeres Beinchen kommt an den roten, das kürzere Beinchen an den schwarzen. Ich habe es immer noch ein bisschen abgeschnitten, dass es alles gut aussieht. Bisschen Schrumpfschlauch drum. Dann haben wir noch die Spule, das sieht ähnlich aus. An die Spule einfach die beiden dran, Plus und Minus gibt es da ja nicht. Dasselbe gilt für den Schalter. Einen in die Mitte, einen nach außen. Und dann ist auch der fertig. Beim Strom kommt der rote an den hinteren und der schwarze an den vorderen Pol. Und beim Motor, ja, ich habe es erst falsch gemacht, muss man auch aufpassen. Es gibt an einer Seite einen roten Punkt, da gehört dann das rote Kabel dran. Ja, hätte man drauf kommen können, aber ja, okay. Alles fest, würde ich sagen. Also kümmern wir uns mal ein bisschen um entsprechend die Mechanik. Dazu brauchen wir hier diese wunderbare ausgelaserte Platte. Und das erste, was wir machen müssen, ist hier die Sachen, die nicht rausgefallen sind, rauspopeln. Da sind noch so ein paar Reste und die brauchen wir natürlich nicht mehr. So, okay, Platte ist da, können wir loslegen. Wir holen den Motor. In dem Fall muss hier die Seite mit den Linien nach oben. Das erkennt ihr daran, dass einmal hier dieses obere Loch ist und dann nochmal eins zur Seite versetzt. Das ist auf der rechten Seite. Und dann nehmen wir den Motor, der kommt von unten hier dran. Und eventuell seht ihr, hier sind zwei Schraublöcher, hier oben sind ebenfalls zwei. Das Ganze sollte dann theoretisch aufeinander passen, irgendwie. Und dann holen wir diese Schrauben mit so einem Senkkopf, die sollten theoretisch den Motor festhalten können. Probieren wir die mal reinzubekommen. So, der sitzt doch schon mal. Dann kommt als nächstes die beiden Abstandshalter, die wir noch haben. Diese, ja, was ist das überhaupt? Bronzefarbenen? Die kommen direkt neben die Schrauben und zwar ebenfalls hier auf die Oberseite. Und dann haben wir ein paar Muttern dabei. Die hier, die kommen von der Rückseite da entsprechend drauf, um das Ganze
an Ort und Stelle zu halten. Muss man ein bisschen schauen, ist jetzt natürlich nicht ganz so schön zu schrauben, weil kein Platz und so. Im Zweifelsfall müsst ihr schauen, ob er irgendwo so eine Art Schraubenzieher für die Muttern bekommt. Aber ich denke mal, handfest reicht da auch. Wir wollen ja keine allzu großen Lasten mit dem Motor hin und her bewegen. Das schafft er ohnehin nicht. So, nächster Schritt wäre dann die Außenfassade, nenne ich es mal. Die wird hier mit diesen Nylon-Dingern gebaut. Und was wir brauchen, sind hier die vier langen. Das gibt nämlich unsere Stütze an der Seite. Die kommt hier durch diese vier Löcher, die ungefähr direkt neben dem Motor sitzen. Jeweils eine rein und dann mit so einer Nylon-Mutter von oben gekontert, dass das Ganze halbwegs hält. Dabei aufpassen, gerade hier dieses Material ist jetzt nicht unbedingt das stabilste. Also es ist zwar stabil, aber ihr wollt nicht überdrehen, denn es kann halt passieren. So, das Ganze steht schon mal relativ sicher. Das nächste, was wir brauchen, ist diese Plastikscheibe, die wir eben schon mal hatten. So, die kommt nämlich hier drüber. So irgendwie. Ja, das sieht gut aus. Und auch dafür haben wir noch zwei von diesen Schrauben, mit denen wir bereits den Motor festgemacht haben. Die entsprechend so einen versenkten Kopf haben. Und das wird dann einfach auf diesen Abstandshaltern festgeschraubt. Ich muss ein bisschen schauen, bei mir scheint es nicht hundertprozentig jetzt übereinander zu passen. Muss mal ein bisschen drücken. Jo, das sieht doch gut aus. Wichtig dabei auch, die hier nicht zu festziehen, denn ja auch hier das Plastik kann natürlich brechen, wenn ihr das irgendwie festprügeln wollt. Als nächstes kommt dann die Spule drauf. Das dürfte dann wohl die hier sein. Die müsste hier wieder festgemacht werden, entsprechend mit Heißkleber. Heißt natürlich auch gleichzeitig, dass wir die Schrauben vollsauen. Das ist ein bisschen schade, aber kommen wir wohl nicht dran vorbei. Wo wir aufpassen müssen, ist, dass hier hinten diese beiden Löcher frei bleiben. Denn da, zumindest in dem einen, kommt nachher der Infrarotsensor durch und den bräuchten wir halt noch. Ja, und ich merke gerade, dass die ein bisschen querbeet sind. Denn wenn wir uns nochmal die Anleitung anschauen, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich habe jetzt natürlich die 7 zuerst gemacht, war ja klar. Wir müssen erst eigentlich die Spule irgendwie durch die Löcher fädeln und dann erst hier hinten das Ganze festlöten, obwohl das vorher schon irgendwo beschrieben war. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber naja, auch das kriegen wir hin. Machen wir hier nochmal ab. Das ist ja nicht so ein wirkliches Problem. Und dann fummeln wir das noch irgendwie hier durch die Löcher durch. Einmal im Acryl und dann entsprechend ist darunter sogar noch eins in dem Holz drin, wo das Ganze dann nach unten rauskommen sollte. Fehlt noch eine Bodenplatte und ja, wie die kommt, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Diese Plastik-Standoffs hier kommen da drauf und entsprechend dann die übrig gebliebenen Plastikschrauben von hinten einfach reingeschraubt. Und gibt es da eine Richtung zu beachten? Nein, das ist soweit symmetrisch sonst. Also einfach wieder rauf damit. Und ich merke gerade, ich bin doof, denn das hier ist überhaupt kein Holz, das ist Acrylglas, kann das sein? Und das hier ist nur eine Schutzfolie. Nee. Also ich meine, hier steht Acryl. Das ist mir jetzt ein bisschen seltsam, kommt mir das vor. Ja, ja, ja. Ja, war ja klar, hier oben löst es sich und oh Wunder, darunter ist eine wesentlich schönere Oberfläche. Ja, gut, dann bauen wir das Ganze jetzt nochmal neu. Respektive machen halt die Schrauben ab, die im Weg sind und machen mal die ganzen Schutzfolien ab. Ja, und selbst der Plastikring hat eine Schutzfolie. Ja, und eine runde Schutzfolie entfernen sieht das Ganze dann so aus. Jetzt haben wir auch ein etwas schöneres Schwarz hier. Und okay, ich würde mal sagen, das war's soweit eigentlich, oder? Nee, halt, eins fehlt noch, die LED. Die Infrarot-LED, die gehört, wie wir schon gesehen haben, hier hinten rein in dieses eine Loch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches. Eigentlich müsste es das äußere sein, aber da passt es nicht durch. Ja, mit etwas Gewalt ist es auf jeden Fall genug drin. Guckt zwar hinten noch raus, aber nichts, was man nicht mit ein bisschen Heißkleber lösen könnte. Also, da unten sieht es keiner. Machen wir einen kleinen Klecks dahin. Dann hat sich das Thema erledigt. Ich denke mal, das sollte kein Problem geben. Es
dürfte sogar besser sein, denn wenn wir es relativ weit drin haben, dann haben wir auch nicht so einen großen Austrittswinkel, wo das Licht rauskommt. Das heißt, das Triggering dürfte genauer sein, hoffe ich. Naja, am Ende kommt es natürlich darauf an, wie empfindlich das Teil ist, was hier oben empfängt. Der hier, das ist eine Infrarotdiode, also Empfängerdiode, nicht Leuchtdiode. Und ja, ich denke mal, das sollte alles funktionieren. Dann würde ich mal sagen, machen wir den hier noch drauf. Der wird hier so ein bisschen von der Seite drauf gewurschtelt und dann in der Mitte festgedrückt. Gucken, die Spulen, ja, die sitzen ungefähr übereinander. Das sieht doch schon mal gut aus. Drehen tut sich nicht. Okay, was dreht sich nicht? Okay, das ist einmal die Spule. Ja, das kriegen wir hin. Na gut, jetzt dreht sich's. Okay. So weit, so gut. Möchte ich mal sagen, stecke mal das Ganze hier zusammen. Für dieses Board hier gibt es anscheinend nichts, wo es gedacht ist, festzumachen. Wobei, ich habe noch eine Schraube übrig. Das heißt, es ist kein wirkliches Problem, das hier irgendwie an die Seite zu schrauben. Auch wenn ich mir da noch so ein Standoff hier holen werde, dass das Ganze ein bisschen Abstand hat zum Board. Sonst zerkratze ich mir mit den Lötstellen nachher noch alles. Das muss ja nicht sein. Und ich muss natürlich gucken, dass die Kabel alle lang genug sind. Und jetzt haben wir wieder das übliche Problem, was ich am Anfang gesagt habe. Man kann die Dan-Beschriftung nicht lesen. Ja, und dann testen wir den Aufbau mal. Bewegen geht auf jeden Fall schon mal. Das Einzige, was nicht gemacht ist, ist bis jetzt die Batterie. Und ich gebe jetzt einfach mal Strom drauf. Einmal einstecken, nichts passiert. Schalter und... Das sieht doch schon mal gut aus. Zumindest mal etwas. Naja, okay, ich sehe die LEDs nach unten durchgehen. Eiert ziemlich, muss ich sagen. Ich gehe mal davon aus, das ist zum Testen. Zu gucken, ob die LEDs alle funktionieren. Da habe ich eine gesehen, die nicht funktioniert. Das war irgendwie schon anzunehmen. Aber man sieht auf jeden Fall schon, es dreht sich. Wir haben Licht da oben. Das heißt, diese drahtlose Stromversorgung scheint zu gehen. Ich würde mal sagen, den LEDs nach haben wir da auf jeden Fall eine, die nicht läuft. Jetzt gucke ich mal, kann ich das Ding eventuell den Motor abklemmen. Motor ist der hier. Wenn er dann stehen bleibt und die LEDs nacheinander anmacht, dann haben wir was Schönes zum Debuggen. Yep, das sieht gut aus. Das ist aber gar nicht gut. Er macht im oberen Bereich nur jeden zweiten an. Okay, ich glaube, da haben wir diverse Probleme. Zum einen glaube ich nicht, dass hier jeder zweite an sein soll. Dann ist hier diese LED, die leuchtet gar nicht. Wie sieht es im unteren Bereich aus? Wenn wir da hingehen, unten leuchtet er. Ja, unten ist gut. Also auf der Unterseite gehen alle LEDs so, wie sie sollen. Oben seltsamerweise nur jede zweite. Nun gut, Zeit fürs Debugging. So, also erster Blick. Die eine LED, die hier oben nicht funktioniert. Nun, die LED scheint mir richtig gelötet zu sein. Das heißt, da dürfte irgendwo hier unten auf der Ecke eine Lötstelle nicht in Ordnung sein. Das kann natürlich passieren. Das zweite, dass hier oben nur jede zweite LED leuchtet. So, wenn wir mal durchgehen. Die ganzen LEDs gehen auf hier die Seite, gehen an den Chip. Und die jede zweite LED, nämlich die, die nicht leuchten, die gehen hier runter und gehen an den Chip. Dadurch, dass gar keine leuchtet, würde ich schon fast sagen, der Chip hier hat irgendwo keinen Strom oder sowas. Gehen wir mal messen. So, Schritt 1. Ich habe meine Heißluftstation geholt und habe hier den Chip einmal die Lötstellen nochmal alle warm gemacht. Und wenn wir jetzt Strom drauf geben, hey, hey, ho, die LEDs funktionieren. Gut, bis auf die eine haben wir also alles jetzt. Okay, 2, 3, gut, 3 LEDs fehlen. Der Rest scheint zu funktionieren. Also gehen wir jetzt mal auf die Jagd, wo die Lötstellen zu diesen 3 LEDs sind, die nicht funktionieren. Und ich denke mal, die sind hier irgendwo an der Seite und da wird irgendwas nicht stimmen. Na, kriegen wir auch noch hin. Und diverse Lötstellen später funktionieren jetzt endlich alle LEDs. Aber ich habe ein anderes Problem, und zwar, wenn sich das dreht. Ich denke, man kann es hören, da schleift was. Was schleift denn da? Na, gucken wir mal drunter. Nun, wir haben hier ein bisschen Heißkleber, der übereinander schleift. Das hat er am Anfang nicht getan, aber durch die ganzen Vibrationen geht hier dieses Teil, setzt sich immer weiter nach unten und ja, dummerweise zu tief. So, um jetzt zu verhindern, dass das Ding zu weit runterrutscht, werde ich mich einen ganz einfachen Trick bedienen. Und zwar, das ist ja einfach nur hohl, wo der Schacht reingeht, beziehungsweise der Schaft vom Motor.
Ich werde einfach ein bisschen Papier oder irgendwas da reinknüllen und dann sollte der eigentlich nicht weiter runterrutschen können. Und noch was Passendes gefunden für die Befestigung. Und zwar hier so, ja, auch Plastikdinger, Nylon oder sowas, aber diesmal in Schwarz. Ich denke, damit baue ich mal ein paar Füße und mache dann noch dieses Power-Verteilboard da fest. So, nun sieht das jetzt zwar nicht schlecht aus, aber es ist auch nicht unbedingt das, was ich gerne haben würde. Denn ja, normalerweise sollte hier Text kommen, beziehungsweise ja, die Uhrzeit anzeigen. Ich gehe davon aus, dass irgendwas mit diesem Infrarot-Tachometer nicht stimmt. Denn ich habe bei anderen Leuten, die Videos gemacht haben, gesehen, dass dieses Muster wohl kurz erscheint, wenn er anläuft. Ich vermute also einfach, die Infrarot-LED oder der Empfänger, die haben ein Problem und er kriegt dadurch nicht die Geschwindigkeit raus und geht in hier diesen Testmodus. Also gucken wir mal, ob wir Infrarot sehen. Kurzer Blick nach unten. Ja, ich würde mal sagen, die Infrarot-LED funktioniert auf jeden Fall. Ja, und da haben wir die Rückseite von diesem Infrarotsensor und seht ihr was? Ich glaube, ich löte mal noch diesen kleinen 10 Kilo Ohm Widerstand daneben fest, dann dürfte das wesentlich besser funktionieren. Oder auch nicht, dennoch macht er hier immer noch schön seine Kreise. Okay, also es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Infrarotproblem, denn wenn ich hier einfach mal mit meinem Körper einkoppel, dann sehen wir die LEDs leuchten, also irgendwas tut er. Und ja, ich habe hier an der Stelle auf jeden Fall mal 5 Volt bzw. 4, irgendwas gemessen und ich mache jetzt mal hier dieses Kabel dran, sodass wir zugucken können, was passiert, wenn wir über die Infrarot-LED gehen. Wenn wir schauen, wir haben jetzt im Ruhezustand 4,4 Volt. Ich drehe ihn jetzt mal, sodass wir über die Infrarot-LED kommen und 4 Volt. Ein bisschen was kommt, aber das könnte natürlich gerne mehr sein. Normalerweise haben wir bei Dioden ja den langen und den kurzen, das kurze Beinchen, wobei das lange Beinchen plus ist. Na, was steht denn hier? The long leg of the infrared part soldered off the negative, to the negative. Okay, das ist neu. Na, drehen wir mal die Diode. Und dem ist es so ein bisschen zu warm geworden, ein Pol ist abhanden gekommen und ich kann keine Diode mehr messen. Toll. Ich gehe mal eine neue suchen. Und ein Hoch auf das moderne Transportwesen. Ein paar Dioden sind jetzt da, so Infrarotdioden. Ist zwar nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Das hier sind 5 mm, die Original war 3 mm. Ja, da haben wir sie auch. Passt also nicht hundertprozentig. Aber ich habe es doch ein bisschen hinbekommen. Wenn wir hier gucken, ich habe die einfach so ein bisschen mit den Beinchen nach außen gebogen. Und dann ja, zeigt sie so nach innen. Das sollte reichen, um die Infrarotsignale aufzufangen. Wenn ich sie gerade gelassen hätte, wäre sie zu weit nach innen gekommen, dann schrubbt die hier an diesem Plastikrand. Wollen wir ja nicht haben. Und ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Und Spannung. Das sieht schon mal gut aus. Ich sehe Text. So, was mich aber noch stört, ist das hier. Das Ding wandert durch die Gegend und wackelt wie Sau. Und ich habe gerade nochmal in die Anleitung geguckt. Ja, der gehört eigentlich nach oben. Vielleicht schrauben wir ihn mal einfach. So, dann da drauf und gucken dann nochmal. Gucken wir mal. Es ist auf jeden Fall deutlich besser, aber ein bisschen wackelt er immer noch. Ich probiere doch meinen Nylon. So, der Leo, und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal die Software uns an. Ich habe hier einfach mal gerade irgendeine Test-Windows-Kiste gestartet und das Ganze entpackt. Ist ja schließlich .exe und so. Ich meine, Wine kann theoretisch auch COM-Ports irgendwie emulieren, aber hinbekommen habe ich es noch nie. Na gut, gucken wir erstmal in die ZIP-Datei rein, was wir hier in dem Ordner haben. Wir haben einmal hier die ganzen Anleitungen, eine Bill of Materials, also eine Liste aller Bauteile. Wir haben die Anleitungen, wie man was runterlädt, yada yada yada. Brauchen wir, denke ich, alles nicht. Hier oben die ersten Sachen, das ist alles unterschiedliche Firmware-Versionen. Wir haben bereits die letzte Firmware installiert, die Combined, wo alles drin ist, Text, Clock, Image. Brauchen wir uns also da wahrscheinlich auch nicht so wirklich drum zu kümmern. Das nächste ist Chip Information, sind ein paar Datenblätter zu den ICs, die da drauf verbaut sind. Ja, dann haben wir zweimal PC-Software. Wir haben einmal die PC 2002 Modulo. Ich habe keine Ahnung, wofür die gut sein soll, um ehrlich zu sein. Die ist hier nochmal da drin gerart. Wenn wir hier gucken, PC to LCD. Ich schätze mal, damit kann man hier klicken und kann irgendwie ja, sich selber Bilder zeichnen, wenn man das haben möchte. Ich denke aber, für uns ist interessanter die zweite.
die hier mitgeliefert wird. Ja, juhu, die hier lässt sich noch nicht immer beenden. Das ist natürlich ganz klasse. Aber zum Glück gibt es den Task Manager. Na gut, machen wir weiter. Die hier suche ich nämlich, die PC-Software to change the world. Ja, was sich dahinter verbirgt, sind erstmal ein paar .NET-Setup-Dateien und dieses wunderbare blablabla.led.exe. So, wenn wir die starten, dann sehen wir direkt, yo, Windows-Features erforderlich. Okay, ist ein Windows-Server, der hat kein .NET installiert. Muss ich dann gleich noch machen. Was man hiermit machen kann, ist auf jeden Fall den Text ändern und auch BMP-Dateien hochladen. Und wenn wir schon BMP hochladen wollen, dann gucken wir einfach mal hier rein. Spinning Ball Fotos. Die haben nämlich eine große Anzahl an vorgefertigten Bildern, die wir direkt hochladen können. Ordner Adlerweb ist natürlich von mir, kommen wir gleich zu. So, gucken wir mal, was wir hier machen können. Wir können das Ganze mal schnell öffnen. Und kriegen ein wunderbares Beispiel, wie gut auch Windows heutzutage noch mit UTF-8-Zeichen klarkommt. Ja, okay, gut. Paint kann's, super, aber ich habe keine Lust, das Einzel durchzuklicken. Also, Moment, wo ist mein Linux? Und das ist auch schon deutlich besser. Wir haben hier eine Liste der kompletten Bilder, die mit dabei sind. Wir haben hier so ein bisschen Gedönses, Peanuts und Jahreszahlen. Naja gut, Peanuts ist es auch nicht wirklich. Ein paar Elefanten. Nichts, was allzu gut aussieht. Das hier sieht halbwegs gut aus, aber ja, leider wird es bei mir auf dem Globe nicht so sauber angezeigt. Deswegen gucke ich mir das nochmal an. Wir haben hier so ein gemustertes. Das sieht relativ interessant aus. Olympiad. Fehlt da nicht noch ein E? Naja, und jede Menge chinesische Schriftzeichen, die ich nicht verstehe. Ein Schweinchen, das Gnome-Logo hätte ich jetzt spontan gesagt. Okay. Also die Auswahl ist da, aber sie ist nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Deswegen habe ich mir schon mal ein paar zusammengespielt hier. Jo, so ein Anon, der übliche Dickbutt. Ein bisschen Ponys, Trollface, Tux und nochmal eine neue Weltkarte. Mal gucken, ob die besser funktioniert. So. Ich begebe mich jetzt nochmal hier dran und versuche hier .NET zu installieren. Dann gucken wir uns die Software an. Also, .NET ist installiert und die Software lässt sich endlich starten. Soweit, so gut. Kleines Problem, hier oben seht ihr das schon, COM1. Ja, der hätte gerne einen COM-Port mit Anschluss an das Ding. Den sollte ich dann eventuell auch mal anschließen, aber das kriegen wir, denke ich, relativ flott hier hin. UART Bridge. There are no free USB Channels. Ja. Und schon geht's wieder los, denn Windows braucht natürlich für alles erste Mal einen Treiber. Und ja, automatisch finden ist natürlich zu viel verlangt. Immerhin, ich weiß, was es für einer ist. Ein CP2102-Chip habe ich hier. Und da findet man dann relativ flott auch irgendwelche Treiber für. Also, die schnell installiert und dann sollte das passen. So, eine Runde weiter geklicke später. Ich habe endlich meinen COM-Port. COM3 in dem Fall und da hängt auch schon das POV-Teil dran, entsprechend der Anleitung angeschlossen und .NET war installiert, soweit war ich schon. Ich wollte eigentlich nochmal die Software starten. Können wir COM3 wählen? Yay, wir können COM3 wählen, gut. So, wir haben jetzt hier mehrere Buttons. Ich übersetze mal gerade für alle die nichts verstehen. Das hier ist Bilder, das hier ist Text und das hier, ich habe keine Ahnung, nein. Ich glaube, das ist übertragen oder sowas. Naja, also hier können wir einen Text vorgeben. Das heißt beispielsweise hier Bitbastelei und darunter schreiben wir Adlerweb. Und ihr müsst ein bisschen aufpassen. Es kann vorkommen, je nachdem welche Schriftart ihr habt, dass er dann plötzlich irgendwelche Zeichen weglässt. In dem Fall hier vorne draufklicken, eine andere Schriftart wählen, die dann ein bisschen besser aussieht. Ein bisschen aufpassen, es ist halt alles auf Chinesisch eingestellt, aber ja, in der Vorschau sieht man es schon. Wenn wir draufklicken, dann sollte das eigentlich übertragen werden. Und ja, das I heißt eigentlich schon mal kein Fehler und wenn ich hier den Text einmal durch Google Translate jage, dann heißt das Senden erfolgreich. Ich denke, das heißt, es wurde erfolgreich hinübertragen, das ist gut. Dann können wir jetzt mal zu den Bildern übergehen. Da haben wir hier einen Button, mit dem können wir laden. Und zwar möchte der vorzugsweise BMP-Dateien ein Bit und lauter solche Späße. Ja, die Original-Spinning-Ball-Fotos hier, die können wir natürlich 1:1 benutzen zum Großteil. Meine habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet als Bitmap-Bild, hoffe ich jedenfalls. Kann man Doppelklick machen, draufklicken. Jo, ist auf jeden Fall, soweit ich das sehe, sichtbar. Dickbad einmal reicht. Wir können natürlich auch mehrere direkt wählen.
Und ja, ich würde mal sagen, theoretisch sollte das funktionieren. Also versuchen wir jetzt das Ganze mal zu senden, wenn ich den Senden-Button finde. So, also das war hinzufügen, das ist Bild löschen und das hier ist Bild Download. Also probieren wir das einfach mal. Bild Download. Okay. Ein Fortschrittsbalken läuft, das ist gut. Und ich denke mal, das heißt wieder erfolgreich. Ja, würde ich mal sagen, können wir gleich testen. Gucken wir uns hier noch das letzte an. Das ist irgendwas mit Zeitkalibrierung. Was sagt er hier? Okay, also hier steht irgendwas von wegen sicher, dass sie es zu debuggen. Lassen wir mal debuggen weg. Klemmen wir das Ding jetzt erstmal wieder richtig komplett an Strom mit Motor und allem und dann gucken wir mal, ob unsere Bilder da sind. Ja, und nach dem Einschalten halber Erfolg. Also ich meine, es geht in die richtige Richtung, aber anscheinend ist der Text zu lang. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass das nicht vorab dann abgefangen wird von der Software, sondern man dann ja, mehr oder weniger Trail and Error machen muss, wie lang der Text denn hier sein darf. Aber gut, gucken wir mal weiter auf den Image-Modus und jo, das hier soll ein Anon sein. Ich hätte vielleicht so ein bisschen reinrechnen sollen, dass das Ding verzerrt. Ja, denn wenn ich nicht wüsste, was ich drauf gespielt habe, hätte ich den nicht zuordnen können. Holen wir mal ein anderes Bild. Ja, okay, der ist doch durchaus so ein bisschen zu erkennen. Was haben wir hier? Das sieht mir nach einmal Pony aus. Ja, das ist durchaus erkennbar. Ist natürlich jetzt durch die Kamera auch ein bisschen schwer. Trollface. Ja, kommt hin. Und die Weltkarte. Ja, die geht sogar noch. Geht jetzt dummerweise nur so, ne, ich würde mal sagen, 60%. 70% von dem Globus hier, das heißt, die müsste ich dann noch ein bisschen dicker machen, dann klappt das wahrscheinlich besser. Oder ich versuche mal irgendwie den Motor absichtlich langsamer und schneller zu machen. Das sollte ja eigentlich funktionieren, beispielsweise durch ein Potentiometer. Aber ja, ich bin auf jeden Fall schon mal soweit zufrieden damit. So, und wenn wir dann hier mal mit einer anderen Belichtung fahren, dann flackert das auch nicht mehr ganz so stark. Wir sehen, der Text läuft jetzt auch einwandfrei durch. Wenn er lang genug ist, dann fängt er an, sich so rund zu drehen. Und hey, ich habe auch die Uhr hinbekommen. Ja, Batterie eingelötet, ein Pin bei der RTC war nicht sauber verlötet. Und dann geht auch das. Lässt sich über die entsprechende Fernbedienung noch einstellen. Einziger Nachteil, unten sieht man es vielleicht, da haben wir Monat und Tag und dabei sind leider die chinesischen Schriftzeichen. Einstellen geht über die Play-Taste, damit kann man zwischen den verschiedenen Modi wechseln. Und dann geht auch das. Und ja, die Bildanzeige, wie wir sehen, geht auch. Ich habe zwar gerade anscheinend hier eine Reihe verloren, wie ich gerade sehe. Aber ja, ist halbwegs stabil soweit und das Flackern habe ich leider noch nicht in den Griff bekommen. Hier sieht man es wunderbar, dass das so ein bisschen hin und her zittert. Also irgendwie läuft das Triggering nicht 100%. Ich vermute, wie gesagt, dass die Spulen zu weit auseinander sind und dem der Strom ausgeht, wenn so viele LEDs an sind. Denn bei kleineren Bildern funktioniert es ja einwandfrei. Und ja, dann würde wahrscheinlich auch die Weltkugel hier ein bisschen besser aussehen. Aber ehrlich gesagt, die Uhrzeit, die sieht doch am besten aus und vor allen Dingen, hey, es dreht sich, es macht einen Windzug. Das ist hier bei dem Wetter gar keine so schlechte Idee. Und wie gesagt, er hat eine Batterie drin, das heißt auch, wenn ich jetzt hier ausziehe, neu einstecke und dann wieder umschalte, denn ja, er behält leider nicht die letzte Einstellung, dann haben wir auf jeden Fall noch die richtige Uhrzeit. So, wie auch immer, ich würde mal sagen, der Bausatz ist fertig und er tut, was er soll.